Inflation, straffere Geldpolitik, Geld hat wieder einen Preis, der Zins ist zurück und ich möchte das an einem kurzen Beispiel skizzieren, inwieweit das für Anleger, die planbare Erträge suchen, nun wirklich eine neue Situation ist. Wir blicken zunächst auf die Ausgangslage, wir stellen uns einen Anleger vor, das kann ein privater Anleger sein, eine Versicherung, eine Pensionskasse, eine Stiftung. Wir unterstellen eine Zielrendite von 3%, das ist natürlich nur methodisch zu sehen und je nachdem, was für Sie besser passt, können Sie diese Zahl ändern. Aber vor diesem Zinsschock, also bis vor wenigen Monaten, war es noch so, dass wir hier, wenn wir Zielrenditen von 3% verfolgt haben und bei Renten haben wir großzügigerweise angenommen, dass vielleicht die Zielrendite bei 1% lag, dann mussten wir 60% in Anleihen investieren. Wenn 60% Anleihen, 1% erwartete Rendite haben, ist das ein Ergebnisbeitrag von 0,6. Aber die anderen 40%, die mussten wir bei einer Zielrendite von 6% entsprechend schwankungsreich investieren in Aktien. Wir mussten Illiquidität nehmen bei Immobilien oder Infrastruktur, um in der Gesamtlage aus diesem 2,4% Ergebnisbeitrag aus den unsicheren und schwankungsreicheren oder illiquiden Ertragsarten in der Kombination mit den 0,6 aus den Anleihen auf die 3% zu kommen. Heute, nach diesem Zinsschock, nach diesem spektakulären Kursverfall am Rentenmarkt und in der Situation, bei der Geld auf einmal wieder attraktiv wird, also Verwahrentgelte sich anhören wie aus einer anderen Zeit, da sehen wir, dass wir mit 100% Renten, also mit 100% planbaren Erträgen mathematisch unsere Zielrendite erreichen können. Also die Situation hat sich komplett gedreht. Ist es jetzt so viel einfacher geworden? Nein, natürlich nicht in der realen Betrachtung, weil die Inflation bei den Konsumentenpreisen ist zurück, die ist deutlich höher. Auch die Erwartung für die nächsten 2 bis 5 Jahre ist deutlich höher als das, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Und dementsprechend muss man sagen, Diversifizierung ist immer sinnvoll und auch defensive Anleger sollten überlegen, Teile von Aktien, Sachwerten, Immobilien oder ähnliches in ihre strategische Asset Allocation zu integrieren. Ob man das heute direkt kaufen muss, weil die Frage ist, ob die Aktien bereits die Rezession schon komplett einpreisen, ob die illiquiden Vermögensmärkte, Märkte wie Private Equity, Immobilien und Infrastruktur das schon reflektieren, was eigentlich an Diskontierungsdruck über die höheren Zinsen da ist. Das kann man diskutieren, aber wir sehen an dieser Stelle positive Nachrichten, was planbare Erträge angeht. Auf der anderen Seite aber natürlich auch hier nicht nur auf die Nominalrenditen schauen, sondern auf die Realrenditen. Und da kommen wir natürlich auch zukünftig nicht um Aktien, Immobilien und sonstige Vermögensklassen umher. Das heißt, auch zu diesem Zeitpunkt muss man sagen, Diversifizierung ist das Gebot der Stunde. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen weiterhin ein glückliches Händchen wünschen. Aber bleiben Sie vor allem gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.